Tja, und jetzt wieder etwas ganz was anderes. Jetzt haben Sie und jetzt habt ihr auch Gelegenheit, dem Tamashaki genau auf den Mund zu sehen. Dankeschön. Das war also die Lerche, gepfiffen von Tamashaki. Und ich habe dahin was Furchtbares gesagt. Also ich und viele andere auch waren ja der Ansicht, dass der Tamashaki das mit einem Gaumenpfeifer macht, mit so einem kleinen Stück, das man sich in den Gaumen legt und damit pfeift. Das stimmt aber nun nicht, bin ich mittlerweile aufgeklärt worden. Wie macht das tatsächlich? Nein, die Leute denken immer, dass ich etwas in meinem Mund habe, ein Hilfsmittel. Oder manchmal denken, das ein Magnetophon oder ein Klavier. Ja. Aber ich habe nichts weiter in meinem Mund als meine Zunge. Ja, und wie wird es gemacht? Wie kommt der Ton zustande? Mit der Zunge. Das heißt, sie wird an den Gaumen angelegt und dann wird der Luftstrom durch die Zähne gepfiffen? Ja, ungefähr so. Wie lange machen Sie das schon? Ich war vier Jahre alt, als ich das erste Mal begonnen habe. Und seitdem haben Sie es dann später immer wieder trainiert und auch, ich glaube, sogar arrangiert mit Ihrem eigenen Ensemble, das Sie in Ungarn besitzen, nicht? Ja, ja. Wir spielen sehr viel und wir haben viele Konzerte mit meinem Ensemble. Und dann dort pfeife ich wie ein Flöte. Also, ja, ich kann mich erinnern, in Ungarn haben wir uns immer den Kopf zerbrochen, pfeifen Sie jetzt oder spielt die Querflöte? Es war im Ton so genau das Gleiche. Ja, ja. Also... Als Künstler Tamashaki, ja. Kunstpfeifer und im Privatleben Dr. Tamashaki, Hals-Nasen-Ohren-Spezialist, richtig? Ja. Haben Sie eine eigene Praxis? Nicht. Ich habe keine Zeit dafür, auch Praxis haben und auch spielen. Und Sie geben uns Ihr Ehrenwort, Sie haben nicht als Mediziner hier irgendwas operiert innen? Nein. Ja, viele denken, dass deshalb bin ich Hals-Nasen-Ohren-Arzt, ja. Dass ich damit pfeifen kann. Ich danke dem Tamashaki, dass ich ihn hier haben durfte und dass wir Ihnen einmal diesen Kunstpfeifer hier präsentieren durften.